Ach, ich versuche jetzt gerne mal einen Revolver. Nee, klappt nicht. Okay, nochmal Medipack. Komm, treffen wir den. Also mit denen hat man wenigstens ein bisschen das Gefühl, so, dass man doch schon eher trifft. Okay, wäre ich hier rausgerannt, hätte man keine allzu gute Deckung gehabt. Ich schaue jetzt mal, aber hier kommen wir glaube ich nicht durch. Okay. Weg, 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 weg. Fuck, 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 fuck. Ja, ich hab doch recht gehabt. Ich wusste es nicht mal so genau mit dem Panzer. Aber okay. Und jetzt kommt die von dort. Ah, an das MG ist vielleicht doch eine blöde Idee. Ich wollte jetzt gerade an das MG gehen, aber das wäre doch eine blöde Idee. Ah, gut. Ah, ich habe noch was Schönes gesehen hier. Aber ich möchte erstmal. Ist das ein Panzer oder ist das bloß ein Container oder sowas? Ich werde aber jetzt noch nicht gleich speichern. Ich werde jetzt erstmal. Wenn wir den erwischen. Wo war denn der? Da ist der Panzer. Hoffentlich reicht der eine. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir den einen auch gleich mit rumgenietet? Ja. Wie gesagt, von hinten sind die am schwächsten. Aber ich muss halt auch schon die Erfahrung machen, dass die trotzdem manchmal 3, 4 Schuss benötigen. So, jetzt können wir uns erstmal so ein bisschen in Ruhe umschauen. Okay, hier ist nichts. Oh, doch, doch, doch. Gibt es hier noch Eingang irgendwie? Ah, hier scheint es kaputt zu sein, oder? Kommen wir nochmal rein? Okay, nicht. Ja, ne, hätte sein können, dass wir vielleicht doch in einen anderen Raum reinkommen oder so. Oh, ich rufe jetzt erstmal meine Leute her. Was bekommen wir hier so Schönes? Also Medipacks nehme ich definitiv. Wenn jemand eins braucht, hat er Pech. Nee, da muss ich halt den dann heilen oder so. Ich würde eigentlich gerne nochmal ein bisschen Munition. Okay, das war nicht für die Waffe. Okay, hier haben wir schon mal 60 Schuss. So, Friendly gebe ich jetzt einfach mal hier mit ein bisschen Munition, damit er für Notfall was hat. Und Jonas hat was. Foley, ja, hat einen Schuss. Okay, und Connors gebe ich mal jetzt gleich noch die Granaten. Wenn einer die braucht, dann Connors. So, jetzt sind wenigstens alle erstmal so ein bisschen versorgt, sag ich mal so. Ah, stimmt. Moment mal. Die kam nur durch das eine Tor. Können wir jetzt dort durch? Ich schaue erstmal hier. Ich weiß nicht mehr, ob unser Hauptweg jetzt hier lang geht. Okay, das scheint hier lang zu gehen. Ich will aber erstmal kurz schauen. Ich hoffe, dass die Türen jetzt nicht aufgehen. Ob wir hier durch können, ob da vielleicht irgendwas ist hier, dass wir vielleicht einsammeln können, aber ich vermute mal, dass die Tür wieder zu ist. Oder?
Nein, die ist off. Vielleicht gibt's hier noch was. Okay, das war wirklich bloß ein kleiner Spawnbereich. Nee, nicht hier. Macht kein Mist. Ich glaube, die Türen sind wirklich aufgegangen. Nicht? Hä, was wollt ihr mit... Hä? Oh, die Typen, die können durch die Tür gucken. Jetzt... Ah, komm. So, die... Die verschlossen. Okay, die ist bloß aufgemalt. Solange der Notausgang nicht aufgemalt ist, ist alles okay. Die Waffe ist doch sehr, sehr effektiv hier wieder. Hier gibt's nicht. Ich glaube, hier ging's raus und die andere Tür hier links auch wieder. Aber ich glaube, ich werde mal meine Leute hier so in den Raum mit versammeln. Weil ich befürchte, dass hier draußen irgendwas auf uns lauert. Ich weiß es aber nicht mal genau was, das ist echt schon lange her. Zumindest ich kann mich jetzt nicht mal dran besinnen. Ich weiß noch, was ungefähr kommt hier. Irgendwas war mit einer Brücke und dann noch ein Panzer. Ja, gut, ist kein Spoiler, da wir das jetzt sowieso gleich erleben werden. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein übelster Twist, dass jetzt hier eine Brücke kommt. Okay, ich glaube, das wird jetzt doch langsam Zeit, wieder zu speichern. Ich mache mal die andere Brücke. Okay, die ist automatisch auf. Beziehungsweise die andere Tür. So. Dann werden wir erstmal das Spiel speichern. Das Beste ist erstmal irgendwie so ein bisschen durchzukommen, so, um den Panzer unschädlich zu machen. Das ist am besten auch natürlich wieder von hinten. Da gibt es halt noch einen Weg unter der Brücke, wenn ich mich jetzt recht besinne. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt überhaupt schon aufnehme. Ich habe gar nicht mal auf die Uhr geschaut, wann ich angefangen habe. Aber ich glaube, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde nehme ich schon auf, oder? Schwierig zu sagen, ja. Und je nachdem, ich will heute auch nicht so lange machen. Ich mache halt bloß diesen Part halt, dieses Level. Und je nachdem, wie lange wir hier brauchen, sage ich mal so, entscheide ich dann auch, wie ich den Part schneide. Also ich will die ungefähr immer eine Viertelstunde machen. Nicht zu lang, nicht zu kurz halt. Also wenn das dann wirklich schon weniger als 13 Minuten wird, halt, also wenn ich das teile, sage ich mal so, mache ich die dann lieber bis länger. Und wenn die dann zu lang werden, mache ich die dann lieber wieder ein bisschen kürzer. Oh, fick dich, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, klein neuladen. Zum Glück haben wir gespeichert. Ah, oh, das war garantiert der scheiß Panzer. Ja, ich hätte wahrscheinlich geduckt gehen sollen. Ich habe den aber jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Ja. Aber wie gesagt, ich kann mich besinnen, dass ich halt wirklich das erste Mal hier auch eine Weile gesessen habe. Also, wo ich das damals erstmal gespielt habe. Aber da war ich nur jung. Und da war es sogar auf dem... einfachen Schwierigkeitsgrad. Aber ich glaube, wenn ich die anderen Teile spiele, gerade wie Konflikt Vietnam, werde ich das dann wieder auf einfach machen. Gerade Konflikt Vietnam ist doch schon etwas schwieriger. Es ist auch taktisch und so halt. Also wir legen uns am besten mal hin. Also so schon vom Spielerischen her. Ich finde, am schwersten ist halt direkt hier Konflikt Globus Sturm. So.
Also Konflikt Globusturm, da saß ich auch eine Weile. Also das ist so mit meiner Meinung nach der schwierigste Teil. So. Oh, das nervt ein bisschen, wenn die... Ah, toll. Also mit Stealth ist ja nicht, wenn man... Ja komm, wenn wir jetzt immer dabei sind. Okay, den haben wir. Ah, nice. Ah, mal ein Medipack. Ja, ich glaube, das war es auch schon hier mit Panzern. So. Hier vorne ist, glaube ich, auch schon das Levelende. Ich will mich aber trotzdem noch mal umschauen, also noch ein bisschen einsammeln. Ich weiß, obwohl es eigentlich sinnlos ist, weil wir die... Ach, wir nehmen das eh nicht mit ins nächste Level. Glaube ich zumindest, aber trotzdem, weiß nicht, ich tue dann immer das Level mit einem unguten, mit einem ungutes Gefühl beenden. Hui, irgendwo. An diese Panzersperren kann ich mich gar nicht dran. Ah doch, wir kommen vorbei. Welche Sachen, wir können uns. Ich kann mich hier gar nicht dran wissen, dass wir jetzt hier nicht vorbeikommen sollten. Irgendwer oder was schießt auf uns? Na komm. Ja. Ich schaue jetzt noch mal kurz hier hoch. Hier war, glaube, auch nichts Besonderes weiter, oder? Weiß ich nicht mehr. Hat die alten Computer hier mit den Röhrenbildmonitoren hier. Sowas kennen die meisten heutzutage gar nicht mehr. Ja, hier wie damals auch das Glassprung ist hier mit solchen riesen Scheiben, sage ich mal so. Das ist das, was ich halt meine bei Killzone. War das damals halt geil. So hatte ich das, glaube ich, mal angesprochen hier mit den hier riesen Dreiecken hier. Bei Killzone war es einfach was Neues, dass es mich hier halb zu Staub zu fallen ist. Straßensperre voraus. Das fällt ja früh ein. Ich war hier schon längst durch. Ah, nice. Okay, ihr seid schon hier. So, wenn ich mich jetzt nicht irre, war hier vorne auch ein Fahrzeug, was wir direkt gleich kapern können. Also nicht die kapern hier, die man ins Essen macht. Ich meine hier das Fahrzeug nehmend. Ja. Ich warte mal kurz. Ich tue jetzt mal mit meinem Team, weil wir müssen, glaube ich, vollzählig hier sein. Aber ich will trotzdem mal vorbeilaufen. Weil ich nochmal kurz hier vorne schauen möchte. Nicht, dass ich das Level schon beende und okay, hier ist bloß so der Tunnel und okay. Weil ich denke mal, das wird bloß getriggert hier, wenn wir direkt. Okay. Ja, da haben wir das Level auch wieder geschafft. Also ich werde jetzt auch erstmal wieder einen Cut machen. Wie gesagt, das sollte heute nicht... ich wollte doch... Können wir nochmal zurück? Ich wollte das doch nochmal... Ah, nice. Ja. Hoffe, dass wir trotzdem noch speichern können. Okay, John Brantley Pistole. Da hat sich nichts geändert. Erfahrungsstufe, Experte. 6 Einsätze abgeschlossen. Also, ja, 4 Level kommen jetzt, glaube ich, noch. Ich fand so das Level, anfangs hatte ich jetzt echt meine Probleme, aber es ging dann einfach, wenn man dann immer drin war, dann so ein bisschen ein paar Waffen schon gesammelt hat, sage ich mal so,
und dann halt wirklich erstmal was ausrichten konnte und ein paar Medipacks hatte, da ging das dann. Aber so der Anfang sind so die Startschwierigkeiten ein bisschen schwierig, sag ich mal so. Ja. Gut, wenn man das jetzt wirklich das erste Mal spielen würde, würdet man dann natürlich mehr Probleme haben, weil ich weiß zum Beispiel jetzt, wie ich hier vorgehe mit dem Panzer halt, dass ich genau wusste, okay, hinter den Bungalows rundherum, dort findest du einen Panzer und kannst von hinten drauf schießen und so halt. Das weiß man auch nicht, wenn man das erste Mal spielt. Ja, 3 Medaillen. Brantley hatte, glaube ich, auch schon 3 Medaillen. Ne? Ja, okay. Foley hat 2 Medaillen. Ist Erfahrungsstufe 5 Veteran. Und Sergeant, Pistole hat er, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ja. Mike Connors, oh, Sanitäter, hat er, ich nenne es mal einen halben Stern oder einen blinkenden Stern mehr. Erfahrungsstufe Wache. Ist Wache höher als Experte oder was? Oder Veteran? Ich meine, Wache klingt immer so ein bisschen wie, ja, eine gewöhnliche Wache halt. Aber das, ja, ich finde, so von der Bezeichnung her klingt Wache wieder so ein bisschen verharmlost irgendwie. Ja, wir hatten doch vorher schon Veteranen oder sowas. Okay, Dienstgrad ist er Lieutenant. Vorher war der, glaube ich, 2. Lieutenant, ey. Ja. Oh, der hat schon die 4. Medaille. Ich hab's aber, glaube ich, noch nie hinbekommen, dass der jetzt komplett alle Medaillen voll hat. Also irgendjemand mal alle Medaillen bekommen hat. Weiß ich aber nicht genau. Und wie ich auch vorher schon sagte, ich weiß jetzt nicht, was man da wirklich erfüllen muss, um wirklich alle Medaillen zu finden halt. Sterne hatte ich, glaube ich, auch noch nie alle komplett voll gehabt bei einem Charakter. Also ich weiß es nicht. Wir haben, wie gesagt, nur 4 Level. Ich glaube nicht, dass wir in den 4 Leveln Sanitäter jetzt noch übelst hochschreiben können. Ja, aber ich kann es ja trotzdem versuchen. So, David Jones. Ich muss aber gleich an Fluch der Karibik denken hier. Okay, 3 Medaillen. Ja, Berufssoldat. Ja, der hat bisher am wenigsten gemacht, sag ich mal so, den... Hatte ich ja meistens wirklich bloß genommen, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen in die Luft sprengen wollte halt. Als hier da Experte für Sprengstoff und sowas ist halt so. Ja, okay, da werden wir hier schon durch. Ja, 5 Veteranen, der 8 Wache. Wie gesagt, ich finde Wache ist wirklich ein bisschen verharmlosend ausgedrückt halt. Ja, so, weiter. So, ich werde jetzt das Spiel speichern und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao Leute!